Hallo zusammen, ich habe heute mal eine ganz interessante Partie mitgebracht, die vor 2 Wochen auf dem Clubabend in Elmenhorst gespielt wurde. Ich selbst war mit von der Partie, saß in Hinterhand und schaute in diese Karte. Und es ist ein nicht ganz alltäglicher Verlauf, deswegen schauen wir da mal rein. Was also ist passiert? In Mittelhand bietet 18, Vorhand hält, Mittelhand steigt aus. Ich bin natürlich auch weg und Vorhand freut sich nach Skataufnahme, dass er endlich mal eine gute Karte hat, denn bisher lief die Liste bei ihm alles andere als gut. So, nun öffnet er zum Grand. Mit der Kreuz 7 von meinem Partner kommt die Pik 10. Mein erster Auftritt. Was habe ich mir jetzt wohl für Gedanken über die Kartenverteilung gemacht und wie lief das Spiel weiter? Ja, ich weiß immer, die Frage verrät ja schon so ein bisschen was. Wenn man sich gar keine Gedanken macht, legt man natürlich Kreuz 10 und es ist sicher auch klar, Vorhand hat viermal Kreuz, wollte sich hier diese Farbe etablieren. Die Verteilung ist ungünstig für Vorhand. Natürlich kann man erahnen, dass Pik 10 wohl blank ist. Natürlich kann man erahnen, dass Vorhand mindestens drei Buben hat, vielleicht sogar vier. Und dann nimmt das Spiel seinen Lauf. Dann kann man vielleicht mit Pik fortsetzen mit dem Ass oder auch Herz einschieben, Pik unter durch, was auch immer. Ich habe mir aber gleich gedacht, wahrscheinlich hat mein Partner auch noch einen Buben, sonst hätte er die 18 nicht gesagt. Und wenn nicht, wenn es wirklich ein Spiel mit Vieren ist, ja, dann ist es vielleicht sowieso nicht zu schlagen, denn dann traue ich dem Spieler in Vorhand auch nicht zu, dass er noch zwei weitere Schwächen hat, weil dieses Spiel eben gegen Kreuz zu dritt und der Reizung einfach zu wehrlos ist. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich entschlossen, meinem Partner einen Buben zuzutrauen und deswegen jetzt hier mal direkt der Angriff. Ich nehme hier nur mit der 9 mit 10 Augen und setze direkt die Kreuz 10 fort. Und jetzt sehe ich auch gleich, dass ich ins Schwarze getroffen habe, denn ja, der Spieler in Vorhand fängt schon an, sich so ein bisschen zu winden und taucht jetzt die Kreuz 10, weil er das Elend kommen sieht. Das hilft ihm natürlich nur bedingt. Hinterhand kann jetzt erstmal schmieren. Karo Ass kommt geflogen. 31 Augen und es ist natürlich auch schon schön zu sehen, Pik König kommt nicht, also Pik König wohl gedrückt, Pik 10 wirklich blank und mit Karo Ass noch eine weitere Stärke bei meinem Partner, also auch logisch, dass der Spieler in Herz dann stark sein muss, sonst hätte er ja keinen Gang. Ich setze mit Kreuz König fort und jetzt eben das wirklich Interessante, sieht man nicht oft, Spieler versucht das Unheil abzuwenden, den Abstich zu vermeiden, taucht nochmal, von hinten kommt die Karo 10 auf 48. Ja, und so dusselig ist das ja gar nicht, ist eine interessante Idee, denn Pik Ass ist letztlich der letzte volle, sage ich mal, noch im Spiel, außer Herz Ass und 10, und die müssen wir dem Spieler ja korrekterweise zutrauen. Das heißt, wenn er jetzt neben den drei Buben und den vier Kreuzen nur noch drei Herz zum Beispiel an der Seite hat mit Ass 10, dann hat er selber so gespielt, dass er potenziell jetzt gar keinen Stich mehr abgibt oder keinen Stich abzugeben hofft. Und dann wird er das Spiel jetzt eben immer noch gewinnen. So, für mich jetzt natürlich die Frage, wie geht's weiter? Soll ich das Pik Ass jetzt eben anbieten, ja oder nein? Ich habe mir gedacht, ja, wenn der Spieler Herz Ass 10 Lusche hat, dann können wir nur gewinnen, wenn das Pik Ass jetzt kommt und überstochen wird, weil das vielleicht die Drohung ist, die der Alleinspieler noch am schwersten überschauen kann. Klar, es ist Pik 10 geschmiert worden und danach Karo Ass und 10. Aber Karo Ass und 10 sind ja gute Wimmlungskarten, muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass der Spieler hier gar kein Pik mehr hat. Also diese ganze Pik-Batterie ist nicht automatisch erkennbar, auch wenn die 18er Reizung im Spiel war. Aber letztlich hat der Alleinspieler, denke ich, auch ja, gar nicht so eine gute Option, jetzt mit dem hohen Buben zu stechen. Denn er weiß ja auch noch nicht, dass Herz im Zweifel 2 zu 2 verteilt ist, wenn er eben Ass 10 Lusche hat. Das heißt, dann gibt er gegebenenfalls einen Bubenstich noch ab und einen Stich in Herz. Das heißt, auch das ist rechnerisch für ihn nicht unbedingt gewonnen. Gut, wenn er jetzt die beiden Alten hat, dann hat er in dem Fall natürlich alles richtig gemacht. Und ich habe aber schon an dem Karo Buben gesehen, das war nicht der Fall. Es kommt Überstich. Pik Bube, damit ist das Spiel schon im Sack und tatsächlich kam jetzt sogar noch Karo König hinterher, wo ich noch geschmiert habe und der Alleinspieler hatte sogar noch eine Karo Lusche, konnte also in Herz nicht auf den Drilling verweisen, sondern hatte nur Herz Ass 10 gedrückt natürlich. Pik König und Karo Dame. Mein Partner hatte die 18 gereizt mit 6 Trumpf in Karo und in der Beikarte eine blanke 10 und 3 Herzen. Also auch nicht
so dolle. Ja, und was ist eigentlich jetzt hier, nachdem jetzt die Tränen getrocknet sind und man sich das nochmal genau anschaut, was ist jetzt hier eigentlich passiert? Schauen wir uns die komplette Verteilung nochmal eben an. So, meine Karte haben wir ja schon gesehen. Schauen wir doch mal in das Blatt vom Alleinspieler. Drei Buben, Kreuz Ass, Dame 7, 8, Herz Ass 10, Karo Lusche noch dabei, gedrückt Pik König und vermutlich Karo Dame. Das habe ich gar nicht ganz genau gesehen, aber gehen wir mal davon aus, Karo Bild oder eine andere Karo Lusche. Gar nicht so interessant. Was fällt uns denn eigentlich zum Spiel des Alleinspielers auf? Ja, das Ding ist unverlierbar, wenn er mit dem Buben startet, denn selbst wenn die drei Kreuzen in einer Hand sitzen, dann gibt er ja nur drei Stiche ab mit den beiden Kreuzluschen und der Karo Lusche hat selber drei volle in der Hand. Das heißt, es können überhaupt auf diese drei Luschen nur fünf volle und ein Bild fallen, im schlimmsten Fall. Und er hat auch kein Problem mit dem Tempo, das heißt, weil er in Vorhand sitzt, den Buben erst holen kann, kann er auch gegen drei Kreuzen sich die Dame hochspielen. Das heißt, er hat an sich ein unverlierbares Spiel, wenn er es denn in dieser Weise vorträgt. Aber warum hat er denn mit der Kreuz-Lusche eröffnet? Was war sein Motiv? Es ist gar kein schlechter Spieler, es ist auch ein sehr erfahrener Spieler an sich. Und trotzdem ist er hier so ein bisschen ja, in die Falle getreten, kann man sagen. Oder sagen wir mal zumindest, das war eine Entscheidung, die man vielleicht einen Tick weit anzweifeln kann. Er wollte natürlich den Schneider versuchen und zugegebenermaßen, die Kreuz Lusche ist selten eine Karte, wodurch du jetzt das Spiel verlierst. In dem Fall wäre es übrigens sogar selbst, wenn ich direkt die Kreuz 10 ausspiele und das Pik Ass hinterherbringe, sofern er dann nicht sehr aufmerksam ist und den Braten riecht und doch mal mit dem Kreuz Buben sticht, wird es immer noch schwer für ihn, weil der Überstich direkt kommt und danach kommt Karo Ass und da kann ich dann ja, noch eine Dame wieder reinlegen und habe immer noch einen Kreuzkönigstich im Blatt. Aber normalerweise, die Kreuz 7 verliert das Spiel sehr selten und der Versuch ist eben, den Schneider zu erreichen, denn bei der üblichen Eröffnung mit dem Kreuz Buben ist eben häufig so, dass dann eine blanke Kreuzlusche oder der blanke Kreuzkönig abgeworfen wird und dann fällt auf die bestellte 10 eben eine Schmierung 21 Augen oder 20 Augen und das langt dann mit der abgegebenen Karolusche nicht. Nun würde ich eben sagen, da er ja auch noch diese Karolusche hat ohne eine 10 im Keller, ne, können auch da schon 21 fallen. Also das ist natürlich auch nicht immer der Fall. Man kann schon sagen, dass im Schneidersinne die Kreuz 7 oder 8, der Kreuzunterzug, eine gute Idee ist. Man muss dann aber eben immer mal mit berücksichtigen, dass dadurch auch noch ein Verlust möglich ist. Und ich will eben gar nicht sagen, dass das ein krasser Fehler ist. Das muss jeder ein bisschen für sich auch selber wissen. Man kann ja mal versuchen, aus einem Stein noch einen extra Tropfen rauszuquetschen. Manchmal fällt der einem dann eben auf den Fuß. Ist mir in meiner Laufbahn auch schon ein paar Mal passiert. Ich denke, das ist jedem Spieler, der gut ist oder gut werden will, schon mal passiert, dass er da ein bisschen, ja, vielleicht vom idealen Pfad ein bisschen abgekommen ist, ein bisschen zu sehr auf dem Gasstand noch extra Punkte rauskitzeln wollte und dann ist er eben mal in den Reifenstapel gerauscht. Ja, war natürlich in dem Moment erstmal ein bisschen Gelächter, wie das dann so ist. Und einer guckte dumm aus der Wäsche, war aber trotz alledem genau eine der Situationen, die Skat eben ja, so spannend macht. Und da wünsche ich euch dann immer ein gutes Händchen bei diesen kleinen Abwägungen, eher auf Sieg oder vielleicht doch nochmal ein kleines Risiko, um die Schneiderchance zu erhöhen. Immer wird es nicht klappen, aber meistens dann hoffentlich schon. Dann wünsche ich euch einen schönen Rest Freitag, ein schönes Wochenende. Hoffe, wir sehen uns am Sonntag wieder beim Livestream SenseGuard und bis dahin, wie immer, gut Blatt.